Hallo Welt, da sind wir wieder hier mit unserer Frucht in der Hand. Und die Händler wollen uns einfach nicht unseren Krempel wiedergeben. Wir müssen ihn kaufen. Und wir haben nicht genug Geld dafür. Das ist alles so traurig. Oh, 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 oh. Ja. Das dachte ich mir schon, dass das etwas hoch war jetzt zum Runterspringen. Munition wurde hier irgendwo... Oh, ja. Und He? Was? Moment. Und H? Oh, oh. Sie haben ihre eigene Sprache entwickelt. Wir wollen hier nicht überall rein, denn... Später brauchen wir die Sachen vielleicht irgendwann mal. Wenn es zum Palast geht, meine ich. Wie viele Schlüssel haben wir? Okay, vier. Einmal öffnen wir das noch, ja? Spinnen. Hey. Und hoffentlich reichlich davon. Ich glaube fast, dass wir die Stadt hier verlassen müssen. Da drüben gehen wir nicht rein. Das sparen wir uns auch für später hier. Bürger! Hallo Bürger, alle sind sie glücklich? Das freut mich ganz besonders. Aber... Naja, schon gut, schon gut. Na du? Ja, das freut mich, aber viel können wir hier, glaube ich, gar nicht mehr machen. In den Palast, wie gesagt, kommen wir nicht rein. Wir... Oh! Genau, zack. Erzähl, Metallschmied. Sei gegrüßt. Hallo? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich irgendwann mal treffen würde, Ulukai. Soll ich dir irgendetwas aus Metall anfertigen? Mein Name ist Zack und ich habe das beste Metall weit und breit. Wir haben auch richtig viel Metall. Ja klar, eine Rüstung. Was kannst du anfertigen? Fast alles, was du mit Metall dran siehst, habe ich gefertigt. Fallen in Okan, Familienschmuck für die Talaner, sogar die Maschinen in Mutasar. Der Felszerkleinerer dort ist mein größtes Werk. Dafür habe ich 300 Monde gebraucht. Oh, das wird aber dauern. Was kannst du anfertigen? Fast alles, was du... Halt, Moment. Er kann überhaupt nichts anfertigen. Oh nein. Zelb und du? Hallo Zelb. Bist du Zelb? Ja, der bin ich. Der Shamash sagte, du wüsstest, wo Marion festgehalten wird. Ich habe da etwas gehört, ja. Und? Wir sollten erstmal das Finanzielle klären. Zelb, hast du vielleicht auch schon gehört, was ich so alles mit meinen Waffen anstellen kann? Davon habe ich auch gehört, ja. Willst du vielleicht, dass ich es dir aus nächster Nähe vorführe? Die Ungewöhnliche ist mit den Rebellen in einem Haus westlich des Feepalastes. Vor ein paar Sekunden waren 5 Krieger hier und haben diese Information aus einem Wächter herausgeprügelt. Du musst dich beeilen. Aha. Ja, westlich vom Feepalast. Ich weiß immer noch nicht, wo der Feepalast ist. Sie lassen uns ja nicht hin. Wir dürfen nicht hin. Zalp, ob das alles stimmt, was die uns sagen? Was ist denn hier mit der Maus? Ja genau, wo sind sie? Wir haben unsere Waffe verbessert. Okay, bleib ruhig sitzen und du lauf ruhig weiter. Westlich des Feb. Ja, Metall auch noch. Moment, ich frage mich immer... Warum ist der Kreis um diesen Barinhaber jetzt nicht ganz gefüllt? Warum ist da nur ein Stück? Moment mal, Palmen? Palast? Hey, kommen wir hier rein?
Oh nein, so hoch können... Na, das Jetpack kann das nicht. Habe ich irgendwas versäumt? Nein, wir kommen da einfach nicht rein. Das ist das. Ach, es gibt doch bestimmt einen unterirdischen Gang oder so etwas. Ja, die brauchen wir, aber die scheint innerhalb des Palastes zu sein. Da kommen wir nicht rein. Zumindest jetzt noch nicht. Hallo. Nimm ruhig die Hände runter. Wer bist du? Nein, danke. Wir haben schon alles. Oh, bleib ruhig sitzen. Wir wollten nicht stören. Könnte man vielleicht durch das Haus? Moment, ist hier ein Hintereingang? Oh. Ja, ja, alles im Palast wahrscheinlich. Wir kommen aber nicht rein. Ha. Entschuldigung. Wir haben da nur die Munition mal mitgenommen von dir. Die brauchst du nicht. Glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst damit nicht sehr viel anfangen. Bürger? Ah, das sieht doch gut aus. Vielleicht kommen wir doch hier rein. Oh nein! Oh, das war knapp. Und jetzt darauf. Nein. Immer mit der Ruhe. Das. Oh, nein. Naja. Oh, bist du tot? Nein. Ruhst dich nur aus, was? Wir kommen da nicht rein. Na, wunderbar. Oh, ja, dann geht's aber ab hier, was? Ich möchte in diesen Palast. Oh, nein. Genau. Verschade. Oh, schon gut. Wir besuchen mal die ganzen Leute, die sind doch nett. Hallo. Wir steigen dir aufs Dach. Einmal gucken, was du hier oben so hast. AKP-12-Munition geortet. Alles da drin. Alles da drin. Wir kommen da nicht rein. Und da hinten, das wackelt immer noch. Vielleicht können wir da drauf. Was ist das eigentlich? Warum wackelt das? Oh. Tut mir leid. Wie bitte? Was hat er gesagt? Nichts. Ach, das muss doch hier... Da ist es. Es muss doch... Oh, Zod. Ah, Zod. Hallo, Stammesführer. Sei gegrüßt. Ich habe eine Frage. Hallo. Du bist gekommen, um Geschäfte mit Zod zu machen, aber er fragt sich, wieso? Wer ist Zod? Das bin ich, Stammesführer von Okriana oder besser gesagt, Steuereintreiber für Feran. Aha. So einer bist du. Könntest du mir das mit den Steuern etwas näher erklären? Wenn ein Talaner hier ein Geschäft eröffnet, muss er alle paar Monde hohe Steuern an Ferans Truppen entrichten. Mit diesen Zorkins werden die Krieger bezahlt, die Feran sonst im Stich lassen und ihrer Wege ziehen würden. Aha. Ja, das muss ja nicht sein. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Er kann seine Truppen problemlos versorgen. Die Krieger sind nach wie vor stark. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Ihre Waffen scheinen vollkommen intakt zu sein.
Wie steht es um die Moral der Krieger? Sie besteuern uns so hoch, wie sie nur können und behalten alles für sich. Dementsprechend sind sie sehr zufrieden. Na, dann hört mal auf mit den Steuerzahlungen. Kannst du die Steuerzahlungen an Feran nicht einstellen? Wenn ich auch nur daran denken würde, wäre mir meine Umkehrung sicher. Andererseits kann ich aber auch nicht länger zusehen, wie die Talaner leiden müssen, wenn sie ihre Steuern nicht bezahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte ich die Zahlungen vielleicht doch einstellen, Ulukai. Und welche Voraussetzungen wären das? Du hast hervorragende Arbeit geleistet, Ulukai. Aber das Phantasma der Talaner ist noch immer aufgebracht. Alle sind wütend, weil es wegen des Streits zwischen Zoss und Hesa zurzeit nur wenig Pilam gibt. Zugriff auf Notepad erfolgt. Also nichts mit Steuerzahlungen einstellen, okay, ich verstehe. Ja, da müssen wir doch mal gucken, was unser Notepad jetzt sagt. Bürger und alles. Wir müssen noch irgendwie was anderes hinkriegen. Wir müssen die dürfen kein Wasser bekommen, die dürfen gar nichts bekommen. Dieser Zari, dieser Tyrann. Oh, was macht denn ihr hier? Moment, mit Turban? Du? Hesa. Was kannst du mir über Hesa erzählen? Sein Karren fährt kreuz und quer durch Okriana, meistens sehr schnell. Ab und zu kommt er auch mal hier vorbei. Und welcher Burg ist das? In welchem Burg bin ich hier? Du bist im Bauburg, Ulukai. Wenn du Baumaterialien benötigst, solltest du mit Mogad sprechen. Aber sei vorsichtig, wenn du in seiner Nähe bist. Er ist etwas unbeholfen. Dann war es das wohl, oder? Den Fühler. Ach so, ja, da wissen wir, wo der ist. Schon gut. Ach, schon gut. Ja, was auch immer ihr da drin eingesperrt habt, das hat ganz schön Spaß im Moment. Wie kommen wir in diesen Palast? Hast du einfach Zorkins für einen müden Talaner? Wer hat das gesagt? Hey, du bist aber gut getarnt hier in der Ecke. Hier, bitte, Mogi. Du helfen, Mogi. Mogi helfen andere mit Zorkins. Sagen andere, wo Zorkins kommen her. Du sein Ulukai. Ja, jetzt kannst du deine Geschichte mal erzählen. Was ist deine Geschichte? Du wollen Geschichte von Mogi hören, Ulukai? Ist lange Geschichte. Sicher. Vor viele tausend Monde, bevor Mogi verletzt und gezwungen, hinter Kriegern aufzuräumen und um Zorkins zu betteln, war Mogi ein Dolotai-Wächter. Mogi hat viele Wächter geführt. Mogi beschützen alle Talaner. Ja. In diesem Mond nur die andere Welt draußen bedroht die Talaner. Tiere, die Talaner jagen. Wächter jagen Tiere, jagen keine Talaner. Schon immer so gewesen bei Talanern. Zu viel Gefahr auf Adelpha für Talaner. Viele wollen Talaner verletzen. Ich verstehe. Mogi war in Okar, trainiert mit neuen Wächtern. Mogi erste Mal Anführer. Viele sagen, Mogi können nicht Wächter sein, weil Mogi kein Fehltalaner. Mogi hat nicht Phantasma zum Kämpfen. Aber Mogi haben Hände zum Kämpfen. War einziger Talaner, der Gamor mit Händen umgekehrt hat. Mogi der war. Ziemlich beeindruckend. Erster Mond. Mogi nehmen andere Wächter in die Bäume. Bäume von Okar. Viele alte Sachen in Okar. Ort höherer Wesen ist Okar. Warum? Höhere Wesen kommen zu Adelpha, immer gehe nach Okar. 100 Väter vor meinem Vater schon haben erzählt von höhere Wesen in Okar. Sie bauen und zerstören. Sie kommen und gehen. Sie gut und böse. Höhere Wesen alle kommen durch Okar. Alles klar. Diesen Mond Mogi laufen durch Bäume. Sehen Licht. Mogi keine Angst. Aber andere Wächter hauen ab. Mogi bleiben.
Mugi bleiben und warten. Sehen höheres Wesen von Licht kommen. Licht sehr hell. Wer war es? Mugi nicht wissen. Tier, was vor Licht Angst hatte, ist in Mugi gelaufen. Mugi umgefallen und eingeschlafen. Mugi aufwachen mit Kopfschmerz. Mugi nicht mehr klug, wie Mugi war. Alles nicht mehr klar für Mugi. Tut mir leid für dich. Aber Mugi beobachten, dass Adelpha dunkel wird. Talana kämpfen gegen Talana. Höheres Wesen, das Mugi gut kennt, war freundlich. Hat Mugi geholfen, wenn Mugi verletzt war? Khazar, er war. Khazar, der Prophet. Er erzählt Geschichten über Ulukai. Er erzählt Geschichten, um Phantasma von Mugi wieder stark zu machen. Wirklich? Ja. Khazar viele Monde hat Geschichten erzählt. Kroax war Wächter. Der Khazar hat unglücklich gemacht. Khazar nicht mochte Kroax. Khazar nicht wie anderes Wesen, Feran. Er erzählen Geschichten, dass Feran und Kroax miteinander sprechen. Khazar versuchen Weg zu finden, sie aufzuhalten. Wobei aufzuhalten? Mugi nicht haben gewusst. Mugi nicht haben gewusst bis Mond von Neseyat. Der Mond von Blindheit. Der Mond, an dem Himmel dunkel wird. Ah, schlechter Mond. Khazar gegangen den Mond. Mugi versuchen, Khazar zu sagen, nicht gehen, das Mugi haben kein gutes Gefühl in Phantasma. Aber Khazar gehen. Andere Wächter gehen. Shamas gehen. Alle gehen. Und nicht hören auf Mugi. Ist ja schon gut, bleib ganz ruhig. Warum sie nicht hören auf Mugi? Mugi wissen, dass Mond schlecht. Mugi wissen, dass Feran schlecht. Mugi wissen, dass Kroak schlecht. Khazar wissen das auch, aber sagen Mugi, dass er versuchen müssen. Sagen Mugi, er müssen versuchen, sie aufzuhalten. Wobei, Mugi, was wollte er aufhalten? Er wollte aufhalten, dass was zerstört werden. Sie aufzuhalten und Geburt zu retten. Khazar sagen, er werde kommen. Wird nicht zulassen, dass sie Geburt zerstören. Er werden kommen. Der Ulukai werden kommen, um Geburt zu retten. Wessen Geburt? Wovon sprichst du? Mugi nicht mögen, Feran. Mugi nicht mögen, Kroax. Sie nehmen weg Khazar. Sie umkehren alle Wächter. Sie lassen Mugi Zimmer putzen. Wächter, die Mugi haben geführt, machen Witze über Mugi, wenn er Zimmer putzt. Mugi ist gut in Zeiten, dass er immer noch Mugi. Da bin ich mir sicher. Das ist Geschichte von Mugi. Du gut zuhören, Ulukai. Du zuhören und Mugi glücklich machen. Mugi etwas für dich haben. Nein, nein, ist schon gut. Behalte es, ja? Mugi das lange behalten für Mugi. Es von zu Hause holen und geben Ulukai. Wenn Ulukai kommen zu Mugi. Du nehmen und Khazar glücklich machen für Mugi. Du machen Wächter für Mugi glücklich. Du Mugi wieder zum Leben erwecken. Danke, Mugi. Khazar haben recht, du werden retten. Retten. Geburt des Ulukai sein gerettet. Oh, der ist aber nett. Ja. Okay. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich habe auch zugehört. Aber ich habe gleichzeitig auch überlegt, ob wir nicht vielleicht in eine andere Gegend, in einen anderen, auf einen anderen Kontinent reisen sollen. Denn wir kommen ja nicht in den Palast hier. Wir können es ja nochmal versuchen, aber irgendwie... Instabile Warnung. Mittlere Energiequelle geortet. Oh, Moment. Irgendwie kommen wir nicht rein, dachte ich. Und dann habe ich das hier gefunden. Oh, oh. Munition. Ja, liebe Welt da draußen. Keine Panik. Die Folgen werden etwas kürzer, natürlich. Das war ja von Anfang an auch so geplant. Instabile organische Energie geordnet. Und... Also darum überlege ich ja, wie wir das jetzt machen, dass wir hier weiterkommen. In den kürzeren Folgen. So eine Stunde war immer ganz schön. Und... So richtig kommen wir nicht weiter. Wir kommen hier nicht rein. Ach so, wir wollten es nochmal durch die... Organische Energie geordnet. Oh, hier ist aber nichts. Unter uns wahrscheinlich. Wir versuchen es nochmal mit der Tür hier. Nein. Keine Chance. Geht ja gar nicht. Ah.
Aha, noch eine Tür. Ach, das sind doch keine Türen. Das sind keine Türen für einen Palast. Man kann ja durchgucken. Keine Wächter. Ja, hier ist alles, aber wahrscheinlich unter uns. Zu gerne wäre ich in die Schatzkammern gegangen. Zod, der Stammesführer, na egal. Ganz schön hoch hier. Moment mal. Oha, wer gießt diese Pflanze? Na, die bekommt wahrscheinlich schon so irgendwie... Die bekommt Wasser von aus der Luft. Ja. Gut, aufgeräumt haben wir hier. Gegner gibt es keine mehr. Das Zeug hier... Das Zeug wächst ja wirklich wie Unkraut nach. Und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir vielleicht in ein anderes Kapitel kommen. Hier in ein anderes Biom, wollte ich sagen. Auf einen anderen Kontinent. Ich bin dafür, dass wir versuchen, noch nach vorne rauszugehen. Aus der Stadt, also daraus zu gehen. Wie wir auch reingekommen sind. Hallo Bürger. Ach, da sind ja wieder welche. Folgt ihr uns oder... Ich hab's kommen sehen. Hey, hier stimmt aber was nicht. Das war vorher viel einfacher. Ja, verdammt! Genau. Da ist ja gar keine mehr. Also, ich bin nicht sicher, ist die Waffe jetzt wirklich besser geworden? Wir hatten ja ein Upgrade gekauft. Mehr konnten wir uns ja nicht leisten. Metall geortet. Da oben drauf ist Metall. Wie sollen wir denn hier da raufkommen? Ich habe keine Stufen gesehen hier. Geht es nicht drauf. Ach so, schon gut. Guck an. Oh, da drüben. Ja, unten. Unten drin dann. Nein, nein, nein. Oh, gut. Ich habe den Schlüssel noch gesehen. Na, da wollte er sich nicht festhalten. Na gut. Ja, da drüben ist auch noch was drauf. Ich weiß. Was ist das für ein Torbogen? Moment mal. Waren wir hier schon? Ach, mit Sicherheit. Wir wollten aus... Wir wollten zum Abschluss der Folge doch noch raus aus der Stadt. Und damit wir uns in der nächsten Folge dann entscheiden können, durch welches
Tor, wir gehen. In welche Richtung wir gehen wollen. Gut, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus der Stadt. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.